Ja, was trinkt man heute, Rigold Meier? Ja, hier. Das Kindle. Feinstet. Münchner Kindle oder was? Berliner. So, das Berliner auf jeden Fall. So, Berliner Kindle. 150 Jahre. 2022. 5,1% Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. 41 Kilokalorien. Ach, interessiert sowieso keinen. Einen kleinen Schwenk in die Brauerei. Unser Berliner Kindle Jubiläumspilsener ist eine Liebeserklärung an die Hauptstadt. Es verkörpert wie kein anderes Bier das einzigartige Berliner Flair. Elegant, lebendig und weltoffen. Seine vollendete Reife und sein feines Hopfenaroma sorgen für den vollmundigen Geschmack. So wird der Genussmoment zur kleinen Auszeit im Alltag der Metropole. Zu der Geschichte gibt es ein hochwertiges Video. Genau, auf der Website von Berliner Kindle gibt es da so ein hervorragendes Video, was ich gefunden habe. Das ist jetzt hier auch verlinkt. Astrein, wenn euch das interessiert, unbedingt angucken. Haben die sich richtig Mühe gegeben. Ich fand das richtig gut. Du auf jeden Fall mal in der Brauerei vorbeischauen, ne? Genau, in der Gagandi, Juri, Indiri, Gagandi. Indira Gandhi. Mahatma Gandhi. Nee, Indira Gandhi. Genau, Indira Gandhi Street. Wo steht denn das hier? Steht da das hier? Ich fahre mal vorbei mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. Das riecht ja. Warte mal. Das riecht ja immer total lecker. Hier, Indira Gandhi Straße 66 bis 69, 13053 Berlin. Das ist doch die gleiche wie das Berliner Pilsener. Mhm. Das soll richtig aufgepasst, oder? Mann, ich sag dir. Kippen. Das besser ist, wa? Mal kicken. Was die Capgun sagt zu so einer KKP1 Deckels. Apropos KKP1. Gibt es vielleicht eine zweite Variante? Ja, lass es doch mal irgendwie produzieren. So dass da Testoleos draufsteht. Also ich finde es schön. Ja, sieht sehr schön aus. Also das konkurriert ja auf jeden Fall mit Hasseröder. Das ist besser als Hasseröder. Alter. Mann, ey. Der Renzi, was nervt hier, sind immer diese tolle Papier hier, wa? Lieber gerade wäre. Nee. So, na, das sind 3 oder 4 Punkte von 4. Ja. 4 oder was? Drei. Ich hätte Ding 3,5 gegeben, aber ich kann auch keine 4 geben. Prost. Prost. Ja. So gut, ey. Auf jeden Fall besser als das Pilsner. Ja. Also, ich wäre dafür, wenn man mal das Berliner Kindle und das Hasseröder mal miteinander vergleicht. Können wir machen. Sehr gut. Machen wir dann mal in der Spezialfolge. In der Vergleichsfolge. Also ist egal, ob jetzt der Uwe kommt oder nicht. Mhm. Also vermutlich kommt er nicht. Ist ein Silberbier. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen, jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Ja, Glückwunsch, Berliner Kindle. Ja! Kann man schon ganz gut trinken. Ja. Ja. Naja. Ist also für mich denn eins unter den Bieren, die dann wirklich so diesen Silberbereich abdecken, ne? Ja, auf jeden Fall. Unter anderem Hasseröder. Naja. Also ich sehe da schon ein paar Biere, die müssen. Wahrscheinlich wird das nicht nur ein 1 gegen 1 Duell, sondern ein 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 Duell. Na, ich sag dir, werden es wohl da abrutschen. Hundertprozentig. Das Gute
Joyboy Lemon, Proteinbier. Kannst du nicht mal aufstehen, sag mal? Gut. Alter. Ne, siehst du? Und das ist der, ne? Hier. Was denn? Der Verschluss. Oh, Ja. ja. Ich sag dir, dann drück gleich auf Pause, wenn du da vorne warst. Normalerweise müsstest du dafür nochmal 2 Punkte geben. So wie mir der Verschluss das Leben gerettet hat.